Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensor in der Garage. Tja, Tanoa, Tanoa, Tanoa. Ja, Hammer, oder? Was soll ich sagen? Ich hätte jetzt fast gesagt, der Testserver, aber ist ja nicht Testserver, sondern ist auch der Editor. Der Editor ist geupdatet worden und Tanoa ist jetzt im Editor drin. Und deswegen kann ich mit euch jetzt mal so ein bisschen über Tanoa fliegen, weil das ja schon sehr geil ist, was da so alles kommen wird. Ich bin ganz aufgeregt, ich weiß nicht, wie wir das machen. Ich will natürlich möglichst viel sehen. Ich kenne die Insel selber auch überhaupt noch nicht. Hab mir hier dieses Viech irgendwie mal spawnen lassen. Och, geil! Das ist schon allein hier die Büsche, die Farben und das knallt alles so. Das ist Porn. Das ist ja die grüne Hölle. Das ist Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Aber vielleicht erstmal, damit wir überhaupt einen Überblick kriegen, lasst uns hier mal drauf gucken. Es gibt die Hauptinsel und es gibt die Nebeninsel. Und ich weiß nicht, ich denke mal, wir fliegen einfach mal den Rand von der Hauptinsel ab am Airstrip hier irgendwie weiter oder sowas, damit wir einfach mal einen Einblick kriegen und vielleicht irgendwie, keine Ahnung, halten wir mal ab und zu an und gucken, was es irgendwie an neuen Häusern gibt. Das sieht mir nämlich alles irgendwie doch deutlich so aus, als hätte das vorher in der Form die Häusertypen. Die Tankstellen sehen auch irgendwie ein bisschen anders aus. So Baracken-Style. Also ich meine, es kommt natürlich noch drauf an, was im Endeffekt auf den Servern, also ich spiele auf dem KBS-Server, was da dann verwirklicht wird, wo was ist. Aber hier zum Beispiel könnte so ein Gewerbegebiet sein, wo dann irgendwie die Händler rumgeistern. Oh, nee, das ist pornös, es ist pornös, es ist pornös. Es ist einfach, das ist schon geil. Das ist schon geil. Hammer. Also, ich habe vorhin auch, müssen mal da irgendwie, hab da nicht so richtig was von. Wollten ja an der Küste, aber guckt euch das mal alleine an, was es hier für Möglichkeiten gibt, sie zu verstecken. Das ist einfach mal Dickicht vom Allerfeinsten, würde ich sagen. Hier oben ist eine Radarstation. Ah, geil. Also ich mag das ja. Ich mag das ja, weil das jetzt mal ganz anders ist. Okay, altes fand ich auch geil, ganz ehrlich. Aber was Neues zu entdecken ist auch schon cool. Ohne Frage. Ohne Frage. Boah, guckt euch mal da hinten die Skyline an, da hinten. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Wir fliegen jetzt zu auf Georgetown, würde ich mal sagen. Wow. Oh Gott, ich glaube, das wird ein langes Video. Das wird ein langes Video, weil das ist einfach, man kommt überall, boah, ist das geil gemacht, kommt überall aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Das ist ja der Hammer, ey. Hochhäuser hier, Portlandschaft. Geil. Was ist das da hinten? Ein Campingplatz, guck mal hier, Logistik. Logistikgeschichte wieder, okay, mit Kränen und Containern. Geil. Geil, gefällt mir super gut. Also haben sich die armen Entwickler hier richtig mal was einfallen lassen. Ich hätte jetzt ja da gedacht, so Tanoa, naja, pass mal auf, da werden die irgendwie, da werden die so ein bisschen neue Landschaft nehmen und dann werden die da irgendwie, keine Ahnung, ein paar andere Häuschen reinknallen, aber das ist ja hier völlig, völlig anders, würde ich mal sagen. Also gut, das hier, das ist irgendwie, das sieht mir aus wie, jetzt müssen wir nochmal unten gucken können. Nee, das ist auch anders. Ich wollte jetzt gerade sagen, wie Rebellen-Outpost, aber auch anders. Deutlich anders. Geil. Sehr. Oh, guckt euch mal da hinten auch die Inselchen. Oh, ich bin nicht objektiv. Bin nicht objektiv. Geil. Was soll das hier sein? Auch geil. Keine Ahnung. Dann wieder ein Acker dazwischen. Oh, schön. Schön, 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 schön. Das Wasser glitzert so geil. Ich bin ja, sagte ich schon mal, dass ich ein Freund von realistischen Animationen bin. Dass es je echter es irgendwie aussieht, desto geiler finde ich das. Nice, Popeyes. Das nächste kleine Örtchen. Wir befinden uns mittlerweile oben bei, wie wollen wir denn mal sagen, Nicolette. Nicolette. Geil.
Cool, echt cool. Also, was ist das denn da? Noch ein Campingplatz? Ist kein Campingplatz, aber was ist das? Man weiß es nicht. Hier sind auch irgendwie, ich habe vorhin so auf so einem kleinen Inselchen. Das ist ein Friedhof, ist das? Wie geil ist das denn, ey? Geil. Pornös, pornös, pornös. Cool. Echt cool. Also dieser Style gefällt mir auch von den Häusern. Guckt euch das mal an hier mit dem roten Dach. Das ist doch Hammer. Das ist ja nicht Kolonialstil oder so ein Krempel, aber das ist doch irgendwie Fidschi. Soll ja wohl auch eine, also es soll wohl am Beispiel von einer, wie soll man sagen, Schwesterinsel, einer Nachbarinsel von den Fidschi-Inseln da irgendwie, soll wohl die Tanoa, die Hauptinsel gecastet worden sein. Guck mal hier, diesen Palmenwald, auch geil. Sieht schon alles ordentlich karibisch aus. Das ist geil. Das ist geil. Ich werde mal vor lauter geil gefunden, werde ich hier wahrscheinlich gleich irgendwo gegenballern. Schöne Uferstraße hier. Ist auch irgendwie, ich weiß nicht, also altes war schon so ein bisschen altbacken mit der Zeit, ne? Also hier auch schön die Straße irgendwie hier so nicht gerade durchgezimmert, sondern ein kleines Örtchen hier wieder. Wir befinden uns mittlerweile, wir fahren auch La Rochelle zu. Boah, fettes Industriegebiet hier. Geil. Mit einem, das. Boah, nice. Cool. Echt cool. Wäre jetzt auch mal super interessant, was die Entwickler hier von den Servern halt irgendwie draus machen. Welcome to La Rochelle. Also was die draus machen, wo die Hotspots setzen, wo man hier was erleben können wird und geil. Hier war ich glaube ich vorhin schon mal, ja. Das ist nice. Guckt euch mal diese Hauptstraße an. Hier kann man sich ja Autorennen veranstalten. Hammer. Also doch. Schöne Sache das. Wirklich nice. Also, ja, ganz schön viele Hochspannungsmasten. Ich wollte sonst eigentlich irgendwie mal. Aber ich glaube, es ist eh noch keine Aussage, ob man in die Häuser reinkommt oder irgendwie oder nicht reinkommt. Okay, so den Graben hier, sowas haben wir natürlich schon mal gesehen bei Kavala. Das ist natürlich, kennen wir quasi praktisch schon. Geil. Doch, wirklich, wirklich cool gemacht. Einfach mal frisch, neu, anders. Und wie gesagt, kann mich nur wiederholen. Ich finde es geil, dass nicht die ganzen stinknormalen Häuser einfach nur auf eine andere Landkarte gepappt wurden, ne? Denn das hätte jetzt mal relativ schnell langweilig werden können, wenn man dann sagt, ja komm, das sind ja jetzt irgendwie nur die scheiß anderen Häuser. Och, guck mal hier, also das ist ja auch mal völlig. Sieht doch. Och, geil! Cool. Nice. Ob wir da durchpassen? Nein, ich glaube, da passen wir nicht durch. Ja, vielleicht passen wir da durch. Aber wir probieren es nicht aus. Geil. Schön. Wirklich schön. Also ein schönes, so ein kleines karibisches vorgelagertes Eiland. Ich weiß nicht, wozu es gut sein kann, wird, sollte. Aber sieht einfach mal geil aus. Also kann man. Oh, guck mal da. So eine kleine, was heißt kleine? Eine kleine, nein, wie geil ist das denn, ne? Das ist irgendwie ein kultureller hier, so ein, ne? Sag schon. Oh, komm mal da! Nicht so viel Kultur angucken. Da war ein Baumchen. Ja, geil. Ja, hier ist irgendwie so eine Kultstätte. Cool. Engine Gelb? Engine Gelb geht noch. Geil. Oh, guckt euch mal die Kulisse an. Ich glaube, das da drüben, wartet mal, von der Hauptinsel müsste das ja der Vulkan eigentlich sein. Der Mount Tanoa. Geil. Ich krieg mich gar nicht mehr ein. Bisschen langweilig für euch, wa? Immer nur geil, geil, geil. Aber ich meine, klar, es gibt so gibt die Videos, die man sich immer angucken kann von den Leuten, die Maps entworfen haben. Und da sind so ein paar Szenarien sind da irgendwie schon gezeigt worden, aber ich finde so richtig
Map-Begehung und sowas, das wird wahrscheinlich jetzt irgendwie erst geschehen. Aber mit der kaputten Engine ist hier irgendwie Höhengewinn ist hier oder der Mount Tanoa ist einfach mal ein Riesenklotz. Wir kommen hier überhaupt nicht rein oben. Ja, Blick über die Kante! Oh, geile Radarstation. Cool. Cool. Alter Vulkan. Hammer. Nice, nice, nice. Wirklich schicki gemacht. Kann man nicht anders sagen. Gut, so eine Radarstation sind natürlich irgendwie alles Elemente von Arma, die verwendet werden. Ne? So eine Radarstation mit dem Buckel da, mit der Kugel, die sieht man woanders, hat man die woanders, ja, mit der Brücke, die da hochgeht, hat man die natürlich woanders schon mal gesehen. Aber trotzdem, cool designed, kann man nicht anders sagen. Ist das da vor uns? Boah, es gibt so viel zu entdecken. Überlegt euch mal. Das wird, ja, am Anfang wird das wird eine Zeit des A's und O's sein, sag ich mal. Da wird man echt, ja, da wird man echt permanent nur irgendwie durch die Gegend fahren, wahrscheinlich sagen so, boah, ich muss mir mal was Neues angucken. Auch super spannend wird, finde ich, wo sind die Häuser, die man mieten kann? Wo, ja. Okay, das scheint da, wir gucken uns nochmal an, wo wir drauf zufahren. Industriehafen. Alter Falter, der ist auch mal amtlich. Der ist ja wirklich mal amtlich. Boah, da stehen schon ein paar Container. Geil. Tja, das bietet Raum für Mutmaßung, was hier alles so stattfinden wird. Keine Ahnung. Das wäre ja irgendwas für Rohölgeschichten hier. Das sind ja Öltanks, glaube ich, oder Gastanks. Ah. Hammer. Ach, wirklich schön gemacht. Auch das, mir gefällt es total gut. Das ist natürlich... also mir gefällt es total gut, dass total viele Bäume da sind, dass total total grün ist, weil ich mag das irgendwie nicht so, wenn das so wüstig ist, dann ist das mir irgendwie zu langweilig. Schön grün ist schon irgendwie geil. Man muss natürlich mal gucken, was ja, welche Ecken, also ich meine bei der altes Map ist man jetzt auch nicht an alle Stellen irgendwie immer zu hingefahren, um sich die anzugucken. Man muss mal gucken, wo ein, sag ich mal, das Map-Geschehen die Map-Designer hinbringen, wo was zu sehen sein wird. Aber ich sag mal, wenn es eine schöne Umgebung ist, macht mir das auf jeden Fall ultra viel Spaß. Nice. Ja, das wären dann hier irgendwie, ich weiß nicht, ich habe vorhin mal geguckt, die Häuschen, die hier sind, die kann man auf jeden Fall, weiß nicht, man sagt ja, in Kavala zum Beispiel oder in anderen Orten, alle mit blauer Tür kannst du mieten. Jo, hier gibt es keine einzige blaue Tür. Also hier müsste man sich dann quasi irgendwie was anderes einfallen lassen. Geil. Nice, 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 nice. Cool. Auch weil die einfach irgendwie mal anders aussehen, die Dinger hier. Auch wenn ihr jetzt überhaupt nichts davon seht, weil ich mich versteuert habe. Geil. Ey, diese philippinischen Häuser hier mit diesen Pilzdächern oder wie man es jetzt nennen mag, keine Ahnung. Wo wir jetzt gerade mal drauf landen, auf so einem Pilzdach. Ne, tun wir natürlich nicht. Schön. Wirklich schön gemacht. Ist das da hinten? Ist irgendwie Gewerbe? Gewerbegeschichte? Geil, auch wie das alles so ins Gebirgige reingeht. Gefällt mir total. Das ist nicht so langweilig irgendwie. Na gut, das war natürlich bei Altes gab es auch Gebirge. Aber das ist hier schon irgendwie... Cool, eine Kirche, sauber. Und halt, genau, was ich vorhin sagen wollte, es wird natürlich, mutmaße ich zumindest jetzt mal, das eignet sich doch als Kokainfeld hier, oder? Oder Cannabisfeld, auf jeden Fall. Es wird natürlich das Verkehrsmittel der Wahl, also Schiffe kommen da viel mehr, kriegen viel mehr Bedeutung, ne? Schiffe und Helikopter, wobei ich eher denke Helikopter. Weil du...
musst ja, wenn du auf die Inselchen willst, wir ziehen uns das hier nochmal rein. Da gibt es ja nur deutlich ordentlich Inseln irgendwie drumherum. Da, wenn du da drauf was machen willst, da kommst du nur mit dem Boot oder mit, ja, mit dem Heli hin. Geil. Es ist auch keine Stadt gleich der anderen. Ist alles irgendwie. Also zumindest kommt es mir jetzt so vor. Ist irgendwie nett gruppiert. Also es sieht alles irgendwie. Alles ein bisschen anders aus. Selbst die Tankstellen sehen irgendwie anders aus, obwohl. Ne, nicht wirklich. Geil, auch da oben mit dem Ra. Ach, die Palmen auch. Schicki po picki. Ja. Nebenbei, wir sind jetzt schon auf einer der kleinen weiteren Inseln gelandet. Ich weiß auch gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, man müsste sich mal angucken, was oder wo es schick ist, was strategisch ist. Das ist ja natürlich, kann man, also das ist hier zum Beispiel eine Insel, die ist mit einer Brücke angeschlossen. Die wird wahrscheinlich relativ frequentiert sein. Die anderen Inseln, die keinen Anschluss haben, da kommt man halt eben nur mit dem Schiff oder mit dem Heli hin. Also das, geil. Das Wasser harmoniert auch so geil, obwohl das Wasser wird natürlich das gleiche sein wie bei Arma auch. Also da wird jetzt nicht so der Wahnsinnsunterschied sein. Denke ich mir mal so. Oh, guck mal hier auch der Anleger mit dem Häuschen da drauf. Nett gemacht, nett gemacht. Schön. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht so recht, was soll ich noch zeigen, außer, also, man kann sich ja nicht alles angucken, weil alles einfach geil aussieht. Was ist das denn da Geiles? Cool. Einfach cool. Wie so ein kleiner Tümpel, aber selbst der kleine Tümpel sieht irgendwie awesome aus. Ja, ja. Schön. Wirklich schön gemacht. Also haben sie sich echt irgendwie was einfallen lassen. Ja gut, wenn man natürlich Fidschi-Inseln als, ich sag mal, Ideengeber als als Vorbild nimmt, dann sieht das natürlich da überall so aus. Aber ist halt Caribbean Style, meinst du ehrlich sagen. Schön. Schön, schön, schön. Ja. Jetzt vielleicht hoppen wir einfach nochmal zur nächsten Insel. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir jetzt hier schon verbratzeln. Aber eigentlich auch wurscht, weil ich sag mal, jetzt sieht alles so schicki aus, das ist glaube ich, ich bin ja immer ein Fan davon, Videos nicht so langweilig werden zu lassen. Aber das sollte einfach neu und spannend sein. Ja, für jeden, der das hier sieht und vielleicht irgendwie noch keinen Plan hat oder keinen Server hat, also auf dem KBS-Server, wird Tanoa umgesetzt, das heißt, ich denke mal in 2 Monaten, 1,5 Monaten. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich es definitiv nicht weiß. Auf jeden Fall wird es passieren. Und dann zieht nämlich der ganze KBS-Server auch um nach Tanoa. Und das ein bisschen, ein bisschen Wermutstropfen ist, weil so ein paar Sachen verschwinden. Ne? Auch Housing-System, also Kisten in Häusern und so eine Geschichten werden wahrscheinlich dann nicht mehr übernommen werden können, aber boah, ich kann kaum quatschen, weil ich das alles so geil finde und so neu finde hier. Ist unglaublich. Unglaublich. Aber trotzdem entschädigt, glaube ich, eine neue Map auch wieder für gewisse Verluste. Also, geil. Ich meine, guckt euch das mal an hier. Ist das nice? Ist das nice? Schön. Wirklich schön. Keine Ahnung, was das alles hier ist und wo dann die... Wird auch total spannend, weil man ja überhaupt nicht weiß, wo was sein wird. Wo befinden sich dann, keine Ahnung, die Marktplätze, wie wird das, wo gibt es das Logistikzentrum, wo die ganzen... Ja, das hier wird doch zum Beispiel irgendwie, ja, das sind auch Silos hier, das könnte auf jeden Fall auch irgendwas in die Richtung werden. Also ich meine, es ist schon... Macht die Sache vielleicht auch einfach noch ein bisschen anspruchsvoller, wenn man, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem KBS-Server
Wenn man Kokain farmt, dann kann man das abbauen, dann fährt man irgendwie zum Verarbeiter, der ist auch irgendwie einigermaßen in der Nähe und dann fährst du zum Drogendealer. So. Auch geil, guck mal hier mit den verschiedenen Grüntönen. Schön. Und vielleicht ist es dann hier auch mal so, dass man irgendwie quer über die Map muss, dass man sich ein Heli nehmen muss oder ein Schiff nehmen muss, dass alles nicht mehr so ultra easy ist. Ja? Das wäre ja dann auch irgendwie auch mal Herausforderung und auch irgendwie witzig, wenn das alles so Projekte sind. Jetzt, wenn du so ein bisschen dich hochgeskillt hast, dann machst du ja irgendwie hier mal 1 Million, da mal 2 Millionen. Das ist dann alles nicht mehr so das Riesenproblem. Aber wenn es hier vielleicht ein bisschen, ja, auseinandergezogen alles wäre, dann ja, wäre das ja auch ganz geil. Naja, schauen wir mal. So, wir sind jetzt auf der immer noch auf Katkula, Katkula. Katkula. Ich weiß nicht, das sind natürlich die Städte, oder heißt, sind das die Bezeichnung von den na, Städte? Inseln? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Nice. Also hier, ja, kommt immer darauf an, was man aus so einen Geschichten hier machen kann, ne? Also wenn du kannst natürlich aus so einer kleinen Siedlung hier kannst du einen Drogendealer hinpacken oder kannst du plötzlich den entlegensten Ort von so einer kleinen Insel kannst du total interessant machen, weil hier jeder hinkommen muss, weil es hier, keine Ahnung, das Cannabis gibt, das Kokain gibt. Toll. Echt toll. Oh, geil. Hier ist sogar so eine Drogendealer-Flugpiste, sage ich mal. Ach, und hier ist, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, ob ihr das offizielle Video gesehen habt. Ich glaube, ist das nicht das Ding gewesen, wo der hier mit der Cessna gestartet ist? Oder mit der Cessna angekommen ist? Oder? Sieht mir doch so aus. Ist doch dieser kleine Airport hier, dieser kleine. Ist vielleicht auch gar keine schlechte Stelle, um hier einfach mal das Video, den Heli zu schrotten und das Video zu beenden. Nee, einfach mal sozusagen Welcome to Tanoa! Geil. Tanoa Airport. Toll. Toll, toll, toll. Wirklich nice. Auch, ich meine, das ist ja auch alles so eine Vulkanerde ist, ja? So. Ich mag es. Ich mag es ganz gerne hier. Ach, ist das eine schöne Erde. Ja, sehr geil. Ich würde mal sagen, das war's so für den ersten Einblick. Vielleicht mache ich nochmal ein Video, wenn ich ein bisschen mehr Ahnung habe, was es hier Spannendes zu sehen gibt. Weil ehrlich gesagt, für mich ist jetzt hier alles spannend und auch gar nichts, weil ich sag mal, solange man nicht weiß, wo die Sachen hingebaut werden, ist es natürlich ja auch andererseits wieder total manche Sachen total uninteressant. Also man wird es erleben müssen. Auf jeden Fall, ich sag mal, gegentechnisch, kulissetechnisch finde ich sehr geil, sehr sehr gelungen zusammen mit dem Update, dass alles so ein bisschen die Grafik ein bisschen geiler aussieht. Awesome, wirklich schön. Gefällt mir sehr gut. Also, dies als kleiner Einblick auf über Tanua und mehr beim nächsten Mal. Macht's gut, bis denn.